Herzlich willkommen, lieben Freunde. Ich habe heute ein Thema, über welches ich mit euch sprechen möchte, welches ich in mehreren Videos schon mal angerissen habe und auch bei meinem FC24 auf der Switch-Video kurz angesprochen habe. Aber ich denke, dass das Thema so wichtig ist, dass wir daraus ein eigenes Video machen müssen. Denn es geht um In-App-Käufe, es geht um Pay-to-Win, es geht um Lootboxen in Spielen und die Frage, warum werden junge Menschen oder nicht nur junge Menschen, sondern generell Menschen teilweise an die Spielsucht herangeführt. Warum wird das sogar noch beworben aktiv auf Seiten wie Twitch und YouTube? Und warum macht ein Land, welches gefühlt alles regulieren und teilweise verbieten möchte, eben nichts dagegen, obwohl wir hier ein ganz, ganz großes Problem haben? Wie gesagt, darüber müssen wir heute reden. Worum geht es im Allgemeinen? Also, wenn wir ein bisschen die Zeit zurückdrehen, möchte ich eigentlich gerne in Richtung Handyspiele zurückgehen, denn ich war früher erst iOS-Nutzer, ich hatte ein iPhone, dann bin ich irgendwann zu Android gewechselt und ich weiß noch, bei iOS war es so, dort gab es viele Bezahl-Apps. Die Apps und die Spiele, die wirklich gut waren, für die musste man Geld bezahlen und die kostenlosen Dinger waren in dem Sinne einfach nur Schrott. Als ich dann zu Android gewechselt bin, war es tatsächlich anders. Dort gab es nur sehr, sehr wenige Premium-Apps und es war eigentlich gefühlt fast alles umsonst. Und da habe ich mich schon gefragt, warum ist das so? Warum kosten die Sachen auf Android in der Regel nichts? Aber warum gibt es dort so viel Werbung? Und ich hatte dann damals einen Artikel gelesen, in dem drin stand, ja, bei iOS, wenn ihr dort gecrackte Apps installieren wollt, braucht ihr einen Jailbreak und das ist schwierig, weil bei jeder neuen Firmware-Version wird das gefixt und bei Android könnt ihr euch einfach die APK runterladen, installieren und fertig. Von daher wird eher dieses Modell Free-to-Play gefahren bei Android, sodass man dann durch Werbung zusätzliche Einnahmen generieren kann. Was ja auch in dem Sinne okay ist, nur von dort ging die Entwicklung dahin, dass auch in immer mehr Spielen irgendwelche In-App-Käufe angeboten wurden. Und da muss man auch so ein bisschen unterscheiden zwischen Spielen wie beispielsweise Diablo, indem ich mir dann für 20 Euro oder 25 Euro einfach nur irgendein optisches Item kaufe. Was ja okay ist, das muss jeder für sich entscheiden, das ist auch gar kein Problem. Aber es gibt dann eben auch die Spiele, die entweder kostenlos sind, sodass man dann für Geldeinsatz sich irgendwelche Coins kaufen kann, sodass man schneller ans Ziel kommt. Da fällt mir beispielsweise StumbleGuy ein. Das wird ja auch von meinem Sohn gezockt. Dort kann man auch Münzen erdrehen, jeden Tag aufs Neue und sich dann irgendwann Skins kaufen. Aber man kann natürlich auch Geld in die Hand nehmen. Sind ja nur 1-2 Euro, die man dann ausgibt. Und dann kriegt man einfach Münzen und kann sich direkt einen Skin kaufen. Und das ist ja noch okay, weil dadurch hat man nicht unbedingt einen Vorteil anderen Spielern gegenüber. Aber dann gibt es natürlich noch die Spiele, bei denen ihr Sachen kaufen könnt und dadurch einfach stärker seid und den Gegner besiegt in irgendwelchen Shootern oder was auch immer. Dort wird man dann natürlich schon eher in die Richtung gepusht, dass man sagt, okay, ich muss jetzt wirklich Geld ausgeben, ansonsten habe ich einfach keine Chance in dem Spiel. Das ist schon sehr bedenklich. Diese Spiele würde ich gar nicht spielen. Aber was ich tatsächlich am allerschlimmsten finde, das sind Spiele wie CSGO oder auch wie FIFA 23, FC 24, bei denen Packs gekauft werden, die dann aufgemacht werden. Wir erinnern uns an diese Panini-Sticker, die man immer kaufen konnte. Die macht man auch auf und da gibt es dann einfach ein paar seltene Items. Und bei FIFA bzw. FC ist es dann beispielsweise so, dass ihr dort besondere Karten spielen könnt, irgendwelche super Spieler spielen könnt, die ihr sonst eben in diesem Ultimate Mode sonst nicht bekommt. Dann gibt es teilweise Streamer, die geben mehrere hundert Euro oder selbst, es gab mal einen, der 13.000 Euro ausgegeben, um sich Packs zu kaufen, um einfach das beste Team zu bekommen. Gerade dieses Pack-Opening, das wird auf YouTube, Twitch, Kick oder sonst wo völlig gefeiert. Selbst wenn ich TikTok auf meinem Handy anmache, werden mir mal irgendwelche Live-Videos angezeigt, wo die Leute Packs öffnen, wo die Geld ausgeben, richtig echtes Geld, um irgendwelche Packs zu öffnen. Und da frage ich mich, aus welchem Grunde wird das den Leuten frei zugänglich gemacht? Aus welchem Grunde dürfen sich diese Videos Leute unter 18 angucken? Aus welchem Grunde dürfen Leute unter 18 eben sich auch für echtes Geld diese Packs kaufen? Denn es ist ja nicht so, dass man mal eben ein Pack kauft
kauft und man weiß, okay, ich habe da jetzt irgendeinen, weiß ich nicht, 95er Messi drin. Nein, es kann auch sein, wenn ihr Geld ausgibt und euch ein Pack kauft, dass da irgendein Schrott drin ist. Und dann denkt ihr, okay, komm, dann hole ich mir das nächste Pack und dann hole ich mir das nächste Pack. Und einfach nur, um einen besonderen Spieler zu haben. Und ich finde es absolut verwerflich, dass es Channels, dass es Streamer gibt, die eben nur genau das machen, die Geld ausgeben, um sich eben diese Packs zu öffnen. Und ja, die generieren natürlich durch die Werbeeinnahmen super viel Geld, um das Ganze dann zu refinanzieren. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was für ein Bild vermitteln wir dann unserer Jugend, unseren Kindern, den jungen Erwachsenen und vielleicht auch den Erwachsenen, die dafür vielleicht auch recht anfällig sind? Das ist einfach ein Glücksspiel. Punkt. Ich gebe Geld aus, ich kaufe mir irgendwelche Packs und ich hoffe, dass da was drin ist. Das Ganze filme ich dann, das Ganze stelle ich online, damit andere sich daran erfreuen können und mit Sicherheit auch dazu ermutigt werden, selber Geld auszugeben und sich eben diese Packs zu kaufen. Oder bei Counter-Strike, da könnt ihr dann Truhen öffnen, wo irgendwelche Waffen drin sind, die dann vielleicht besonders episch, rar oder was auch immer sind und dann vielleicht in einer besonderen Qualität sind und die könnt ihr dann weiterverkaufen und dann, wow, seht ihr ein Video, da zieht einer eine Waffe, die er dann für 2000 Euro weiterverkauft, aber dass man vorher hunderte, tausende Euro überhaupt erstmal ausgeben muss, um eben genau diese Waffe zu ziehen, also das kann ich auch gleich Lotto spielen, das ist in dem Sinne das Gleiche, nur ich verstehe nicht, wieso wir uns da tatsächlich eine neue Generation an Leuten heranziehen. Man muss es einfach in aller Deutlichkeit sagen, die wirklich anfällig sind, spielsüchtig zu werden. Das geht einfach nicht. Wenn es nach mir geht, das sage ich euch ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, wäre FIFA oder FC erst ab 18 erlaubt. Und da habe ich auch einen super Kommentar bekommen, tatsächlich unter meinem Switch-Video für FC24, in dem ein User geschrieben hat, ja, die Eltern wissen oftmals gar nicht, was da eben für eine Gefahr hintersteht. Die kennen diese Mechaniken nicht und daher müsste ein FIFA eigentlich ein ab 18-Siegel bekommen. So dass man sich dann denken würde, hey, warum hat denn jetzt ein simples Fußballspiel eine FSK-Freigabe ab 18? Da ist doch irgendwas los. Und dann kommt man vielleicht mal ins Nachdenken und beschäftigt sich damit. Und ich sage auch gar nicht, dass die Leute, die sich FC runterladen, eben genau auch diesen Modus spielen oder überhaupt Geld dafür ausgeben. Vielleicht macht man es wirklich auch nur mit der Ingame-Währung. Und das ist okay. Aber wie gesagt, die meisten Leute, die eben Videos zu genau diesem Thema erstellen, die geben unfassbar viel Geld aus, kaufen sich diese Packs, öffnen die vor der Kamera und die Leute schauen zu und die Klicks gehen wirklich durch die Decke. Und das ist für mich völlig verwerflich. Und wenn ich dann noch lese, dass mit diesen ganzen In-App-Käufen 4-mal so viel Umsatz gemacht wird wie generell mit Verkäufen von Videospielen, dann muss ich doch wirklich sagen, was ist dort falsch. Und ja, und ich wiederhole es nochmal, auch wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man weiß, dass man dafür Geld ausgeben muss und dass man weiß, dass es diese Mechanik gibt und dass man von sich sagen kann, hey, aber ich bin so gefestigt, ich werde nicht in dem Sinne dadurch spielsüchtig, sage ich trotzdem, durch genau diese ganzen Videos sinkt einfach die Hemmschwelle, sodass man sagt, ach komm, ey, 2 Euro gebe ich doch jetzt mal selber aus. Wie gesagt, ich habe es hier in der Diskussion zu Hause selber, dass gesagt wird, aber Papa, das sind 2 Euro. Können wir nicht mal eben 2 Euro ausgeben? Oder dann hast du hier 2 Euro, da 2 Euro, da 2 Euro, da 2 Euro. Und das läppert sich, das läppert sich. Und man will einfach immer noch ein Pack mehr kaufen. Und von daher verstehe ich nicht, wieso das nicht reguliert wird. Andere Länder wie Belgien haben diese Lootboxen beispielsweise oder generell diese Mechanik auf den Prüfstand gestellt, verbieten das teilweise und in Deutschland wird nichts dagegen unternommen. Wie gesagt, Deutschland ist ein Land, dort wird viel reguliert, dort wird viel verboten, aber so etwas, ein generelles, ein gravierendes Problem, findet keinerlei Beachtung. Und selbst bei der FSK-Freigabe gibt es keine Abstufung, dass gesagt wird, sobald diese Mechanik drin ist, hat das Spiel eine 16er-Freigabe oder eine 18er-Freigabe. Nein, es kommt vielleicht ein kleiner Hinweis irgendwie auf das Cover drauf, wo drin steht, hier enthält dies und jenes. Aber trotzdem wird ein Spiel ab 6 Jahren freigegeben, obwohl es sich vielleicht sogar hauptsächlich genau darum dreht. Und ich weiß von vielen, vielen Leuten, die sagen,
hey, das neue FIFA, das spiele ich, oder das neue FC, das spiele ich eigentlich nur wegen Ultimate Team, habe ich total Spaß dran. Und wie gesagt, das ist okay und wenn man das steuern kann und wenn man über 18 ist, ist das okay. Aber ich würde persönlich all dieses Glücksspiel den unter 18-Jährigen weder zugänglich machen, noch erlauben, dass sie das tatsächlich spielen dürfen, da ich hier einfach ein ganz, 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 ganz großes Problem sehe. Und da sage ich auch ganz ehrlich, ich verstehe das in dem Sinne von der Firmenpolitik her, wenn damit mehr Umsatz gemacht wird als mit den Spieleverkäufen selber. Das ist nachvollziehbar. Moralisch ist das aber völlig daneben. Das geht einfach gar nicht. Da werden Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und teilweise auch wirklich Erwachsene einfach in eine ganz, ganz schlimme Ecke gedrängt, aus der manche Leute dann eventuell auch gar nicht mehr rauskommen. Und da sage ich tatsächlich, Schande über euch Spielehersteller, das geht so nicht. Und wie gesagt, versteht es nicht so, dass ich diese Mechaniken streichen will, versteht es nicht so, dass ich sagen will, dass das gehört nirgendwo hin. Jeder kann mit seinem Geld machen, was er möchte, das ist gar keine Frage. Aber sobald diese Mechanik in irgendeinem Spiel drin ist. Und wie gesagt, FIFA kostet selbst in der Standardedition 70 bis 80 Euro und trotzdem geben Leute dann hunderte Euro für diese Packs aus. Sobald so eine Mechanik in einem Spiel drin ist, und wie gesagt, das muss nicht FIFA sein, das kann ein CS sein, was auch immer, gehört da für mich ein 18er Label drauf und fertig. Und da muss definitiv meiner Meinung nach nachgesteuert werden. Ihr seht, dass mich das Thema relativ stark aufwühlt. Einfach aus dem Grunde, da ich, wie gesagt, auch hier zu Hause die Diskussion natürlich habe und sage, hey, nein, wir kaufen jetzt keine Coins, wir kaufen jetzt kein Pack. Und ich sehe einfach auch im Bekanntenkreis, dass sich immer mehr eben dieses Thema darum dreht. Und mich stört einfach massiv, dass sich ganz, ganz viele Videos, Streams und Channels eben nur darum drehen. Und wenn man dann schaut, wer da zuschaut, sind es, wie gesagt, in der Regel Jugendliche, junge Erwachsene, und das ist in meinen Augen nicht okay. Aber vielleicht rede ich mich auch umsonst in Rage und ihr sagt, ey Stefan, komm mal ein bisschen runter, das ist alles gar nicht so schlimm, das ist doch alles eigentlich wunderbar. Oder ihr sagt, ey, nee, pass mal auf, ich stimme dir völlig zu. Oder ihr sagt sogar, ey, ich kenne sogar jemanden mit einem persönlichen Schicksal, der dadurch einfach unfassbar viel Geld verbraten hat, irgendwas aufs Spiel gesetzt hat oder was auch immer. Mich interessiert eure Meinung zu diesem Thema wirklich extrem. Von daher lasst mir bitte unbedingt einen Kommentar da. Sagt mir eure Meinung dazu. Ihr kriegt auch gerne eine Antwort von mir. Lasst uns da in eine Diskussion gehen. Ich freue mich da wirklich drauf. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich trinke jetzt erstmal einen Tee, um wieder ein bisschen runterzukommen. Wir sehen uns, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.